Weihnachten mit unseren Stars. Die Schlager- und Volksmusikwelt präsentierte sich mal wieder den Brandenburgern in der ausverkauften Albert-Bauer-Halle in Bad Belzig und mit dabei ein ganz großer. Sein schmachtvolles Mama rührte 1967 vor allem die Damenwelt zu Tränen. Jetzt feiert der ehemalige Kinderstar Heintje sein 50. Bühnenjubiläum. Moderator Maxi Arlan freut sich über das Mega-Comeback von Heintje im Jahr 2017. Also ich kenne den Heinz Simon schon seit vielen Jahren. Er hatte immer mal wieder Comebacks gehabt. Und ich weiß, ich war damals natürlich noch ein paar Jahre jünger. Und jetzt ist es für mich eine ganz große Ehre, dass er sein großes Comeback quasi mit dem kleinen Heintje und mit dem erwachsenen Heinz Simons zusammen auf meiner Tour feiert. Mit Mega-Hits wie Mama oder Kleine Kinder, kleine Sorgen zurück an die Spitze der deutschen Charts. Und das nach 50 Jahren. Die Schlager von damals singt er im Duett mit sich selbst. Es waren unwahrscheinliche Vorverkäufe da. Wir sind sehr hoch in den Charts eingestiegen. Also wir sind richtig begeistert. Wir haben nicht gedacht, dass es so ein Riesenerfolg würde. Was wir auch nicht gedacht hatten, und das ist für uns eine Überraschung bei den Downloads, bei Apple zum Beispiel, sind wir Nummer 1. Und das machen ja hauptsächlich eigentlich junge Leute, die das dann runterladen. Und damit hatten wir auch nicht gerechnet. Ist schon sensationell. Also wenn man etwas vor 50 Jahren gemacht hat, das heute auch noch gut gefunden wird, ist schon toll. Eine fulminante Rückkehr. Kein Wunder, denn da kann natürlich jeder mitsingen. Der Song Oma so lieb ging bereits Anfang 2017 durch die Decke. Die 20-jährige Jessica Madeline Koch aus Bremnitz stellte sich der Jury von Dieter Bohlen mit diesem 50 Jahre alten Evergreen. Also ich habe ja festgestellt, dass jede Generation mit Heintje aufgewachsen ist. Auch ich noch, obwohl das schon 50 Jahre her ist und eben auch noch die Generationen nach mir werden weiterhin mit diesen Filmen aufwachsen und auch mit diesen Liedern. Und das ist das Tolle, dass das wirklich Evergreens sind. Die werden noch viele, viele Jahrzehnte weiter überdauern. Und es ist schön, dass der, der es im Original gesungen hat, immer noch auf der Bühne steht und dass viele Leute nachkommen, die es dann sogar bei DSDS nachsingen. Oma so lieb, Oma. Vor 50 Jahren änderte sich für Heinz Simons das Leben schlagartig. Der Holländer wurde über Nacht zum Kindersuperstar. Der sympathische Junge mit der umwerfenden Stimme verzauberte 1967 die ganze Nation. Auf seine Kindheit musste er dennoch nicht verzichten. Als Kind hat er Spaß gemacht. Ich glaube, das ist Voraussetzung, wenn man so als Jugendlicher da reinkommt in unserem Showgeschäft. Und bei mir war das so und ich habe tolle Eltern gehabt, die das unterstützt haben und nachher ein gutes Team gefunden, das dann weitergemacht hat. Und es passierte in relativ kurzer Zeit sehr, sehr, sehr viel und manchmal habe ich jetzt im Nachhinein immer noch so Rückblicke und schaue darauf eigentlich sehr froh zurück, was da alles passiert ist und ja, das war schon eine tolle Zeit. Heintje startete seine Karriere in der ZDF-Show Der Goldene Schuss. Seitdem brachte er über 25 Alben heraus und spielte in einigen Kultfilmen mit. Auf sein Konto gehen mittlerweile gut 60 Millionen verkaufte Tonträger. Eine Auflage, die heute wohl so nicht mehr zu toppen ist. Also das glaube ich nicht, dass man das toppen kann. Und man kann ja immer den Versuch machen. Das soll ja auch ein ehrgeiziges Ziel sein, aber das ist Quatsch. Also ich bin der Überzeugung, dass ich dann noch 30 Comebacks brauche, um die Anzahlen von damals zu toppen. Aber das haben ja auch andere nicht geschafft. Also da bin ich in guter Gesellschaft. Es klingt vom Himmel selbst das Lied der Christen ein. Nun tourt er mit den anderen Stars bis zum Jahreswechsel durch Deutschland. Nur Weihnachten gibt es 3 Tage Pause. Das hält ihn fit, sagt er uns. Das 50-jährige Bühnenjubiläum wird dann an Heiligabend mit Carmen Nebel im ZDF groß gefeiert. Er blickt mit Wehmut und sehr viel Freude auf seine bisherige Laufbahn zurück. Wer kann sagen, dass er alles richtig gemacht hat? Aber wenn ich das so in Prozente aufwiegen würde und könnte, würde ich sagen, ich habe 95% richtig gemacht und die 5 vergessen wir einfach. Lebe deinen Traum. An die fulminanten Zeiten als Kinderstar wird Heinz Simons wohl nicht mehr anknüpfen, schafft aber mit seinem neuen Album Heintje und ich etwas, was es so in der Form noch nicht gegeben hat. Ein einmaliges Duettalbum in der deutschen Musikgeschichte.